Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesungen an der Uni Kassel. Ja, herzlich willkommen zur inzwischen sechsten Veranstaltung der Ringvorlesung Leben in Zeiten der multiplen Krise. Bevor wir gleich offiziell anfangen, noch zwei Hinweise. Zum einen werden wir immer wieder gefragt, werden die Vorträge aufgezeichnet und online gestellt? Ja, haben wir auch an der Stelle schon mal erwähnt, aber nochmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, alle Vorträge werden aufgezeichnet, auf YouTube gestellt und die Links finden sich unter anderem auf unserer Website oder auf dem Blog von uns. Das kann sein, dass noch nicht alle Videos eben hochgestellt werden, weil wir brauchen immer eine Zeit lang zum Schneiden. Also da müsst ihr uns irgendwie einen kleinen Kulanzrahmen von 2-3 Wochen einräumen. Aber dann im Laufe der Zeit sind alle Folien und alle Vorträge aufgezeichnet online. Und zum Zweiten ganz kurzen Werbeblock, der sich vor allem an Studierende richtet. Wenn ihr auch Interesse habt, sowas Ähnliches wie diese Ringvorlesung zu organisieren, auch gerne kleiner, das muss nicht gleich eine ganze Ringvorlesung sein, sondern es kann ein kleiner Workshop oder auch eine kleine Abendveranstaltung sein, dann seid ihr herzlich eingeladen, morgen zu einem offenen Treffen zu kommen vom Arbeitskreis Plurale Ökonomik. Der findet statt um 18 Uhr in der Küche des AStA. So, und nun starten wir offiziell. Heute ist quasi die letzte Veranstaltung des ersten Blocks. Und in diesem ersten Block haben wir uns vor allem damit auseinandergesetzt, wie ist es eigentlich zur Finanzkrise und Eurokrise gekommen und was sind aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen. Und bislang haben wir vor allem verschiedene Erklärungsansätze der Finanzkrise gehört. Also es war in der ersten Veranstaltung eben von uns vom Organisationsteam. Wir haben mit Heiner Flassbeck zusammen die Rolle von Deutschland in der Eurokrise analysiert und mit Christoph Scherer und Helge Peukert uns Finanzialisierungsprozesse und die Funktion des Finanzkapitalismus angeschaut. In der letzten Woche hat Andreas Nölke dann unseren Fokus quasi globalisiert, indem er die Frage gestellt hat, ob wir gerade an einem historischen Wendepunkt des Kapitalismus stehen. Dieser Wendepunkt könnte eventuell darin bestehen, dass die sogenannten Schwellenländer, vor allem Brasilien, Indien und China, eben eine neue Form des, wie er es nennt, Staatskapitalismus herausbilden und dieser Staatskapitalismus eventuell nach der nächsten Finanz- und Wirtschaftskrise ein attraktives Modell sein könnte für eine neue Regulation des Kapitalismus. Heute wollen wir mehr auf die Finanzmarktakteure eingehen. Und vor allem auch auf die widerstreitenden Interessen. Wer sind Gewinner, wer sind Verlierer und was hat sich da an neuen Dynamiken in den letzten Jahren und Jahrzehnten herausgebildet? Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir mit Brigitte Young eine sehr gefragte Expertin für Finanzmärkte gefunden haben, die vor allem auch die Rolle von den viel zitierten Hedgefonds und Schattenbanken erklären wird. Brigitte Young ist emeritierte Professorin für internationale politische Ökonomie am Institut für Politikwissenschaften der Uni Münster. Und sie ist neben ihrer akademischen Tätigkeit auch als Sachverständige für die Europäische Kommission tätig, vor allem im Bereich Finanzmarktregulierung. Young hat an verschiedenen Universitäten in den USA studiert und wurde dort auch promoviert. Und 1998 wurde sie dann bei Emma Altvater mit einer Arbeit zu Globalisierung und Genderregime an der Freien Universität Berlin habilitiert. Zu ihren zahlreichen Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem feministische Makroökonomie, Finanzkrise und Finanzmarktregulierung sowie Welthandel und Global Governance. Brigitte Young ist Teil von zahlreichen akademischen und politischen Kommissionen, wie etwa der 2000 entstandenen Enquete-Kommission des Bundestags zu Herausforderungen und Antworten der Globalisierung und Weltwirtschaft. Seit 2008 ist sie Gutachterin für die EU-Kommission im Bereich Wissenschaft und Innovation und hat im letzten Jahr dazu auch einen Bericht veröffentlicht, vor allem zu den Ursachen, politischen Antworten und zukünftigen Herausforderungen der Finanzkrise. Und den Bericht könnt ihr, wenn ihr des Englischen mächtig seid, auch online kostenlos erhalten. Darüber hinaus ist sie aktuell im Aufsichtsrat der Global Labour University, der Gender Studies an der Universität zu Köln und im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC. Und natürlich, wie sich das für eine Professorin gehört, hat sie zahlreiche Bücher und Artikel publiziert. Ich werde jetzt mit Sicherheit nicht auf alle eingehen, aber vielleicht auf zwei sehr interessante Werke. Zum einen eben ein Sammelband mit Isabella Bakker und Diane Elson zu Questioning Financial Governance from a Feminist Perspective und im letzten Jahr erschienen zusammen mit Bob Jessop und Christoph Scherer Financial Cultures and Crisis Dynamics.
Und wer keine ganzen Bücher und auch keine Bücher auf Englisch lesen möchte, dem empfehle ich einen relativ kurzen, aber trotzdem interessanten und übersichtlichen Artikel, der bei der Heinrich-Böll-Stiftung erschienen ist von Brigitte Young, und zwar zur unsichtbaren Gender-Problematik von TTIP. Wir freuen uns sehr, dass wir dich für diese Vortragsreihe gewinnen konnten, und ich bin gespannt auf deinen Vortrag. So, jetzt muss ich zuerst einmal ausgestattet werden. Pack aus. Ja. Ja. Warte mal, so. Das kommt hier so rein. Ne? Und das hänge ich um. Okay, jetzt bin ich ausgestattet. Wunderbar. Guten Abend, ich freue mich, hier zu sein. Anil, ganz herzlichen Dank für diese Einleitung. Und es geht heute um die Hedgefonds und die Schattenbanken. Ich wurde auch gefragt, über die Zentralbanken zu sprechen. Das mache ich heute nicht, und zwar aus dem Grunde, weil ich Ihnen doch etwas mehr eingehen möchte auf, wie Hedgefonds funktionieren und auch verbunden sind mit den Schattenbanken. Und es geht ja auch um die widerstreitenden Interessen auf den Finanzmärkten. Wir werden dann auch noch Zeit haben zu Diskussionen. Also auch Fragen, auch Verständnisfragen, wenn Sie etwas nicht verstehen, aber natürlich dann auch, wenn Sie Fragen haben zu anderen Akteuren, insbesondere auch zu den Zentralbanken. Also es geht zu Hedgefonds und Schattenbanken. Also der Vortrag, in dem Vortrag, was ich heute machen möchte, sind, wer sind die wichtigen Akteure? Welche, also auf den Finanzmärkten natürlich, welche Interessen werden von welchen Akteuren, mit welchen Mitteln durchgesetzt, wer profitiert, wer verliert. Und ich möchte da zurückgehen, und vielleicht ist das auch etwas, das Sie, ja, ich habe ja gerade gehört, Sie hatten oder auch gelesen, Sie hatten ja etliche bereits Experten hier, die zu Ihnen gesprochen haben über Finanzmärkte. Aber ich möchte noch einmal eben auf ein Gebiet eingehen. Was sind Finanzmärkte und überhaupt welche Funktionen haben die Finanzmärkte? Dann möchte ich Ihnen zeigen den Machtkampf zwischen alten, den traditionellen Finanzeliten und den neuen Quants. Diese Quants sind eben diese mathematischen Genies, die man ja in der Zwischenzeit mit all ihren Algorithmen kennt. Und dann gehe ich aber sehr stark ein auf der neue, und Hedgefonds sind eben nicht unbedingt etwas Neues, sondern die gibt es schon bereits, und auch deren Funktion und auch Dysfunktion. Und ich werde das anhand von einigen Beispielen Ihnen dann auch erklären. Dann geht es zu den Hedgefonds, die divergierenden Interessen zwischen UK, Deutschland und Frankreich. Und hier geht es um die Regulierung. Nach der Finanzkrise ist darüber in den USA wie auch in Europa, es gibt eine Regulierung, und ich werde über diese unterschiedlichen Interessen der Akteure sprechen und was dann eben aus diesem Regulierungsmodus rausgekommen ist. Ich werde dann, die Hedgefonds sind ja auch Teil der Schattenbanken. Ich gehe dann ein auf die Schattenbanken. Die Schattenbanken sind eben unregulierte Banken, und das sind bankähnliche Institutionen, aber das Wichtige daran ist, dass sie eben unreguliert sind, und ich werde dann über die regulierten Banken sprechen, deren Verhältnis ist auch ein problematisches Verhältnis. Sind Schattenbanken eine Gefahr für die Stabilität der Finanzmärkte? Und wenn ich dann noch Zeit habe, darüber hat das Finanzsystem einen sozialen Nutzen. Und ja, das strukturelle Macht des Geldes, da werde ich vielleicht nicht mehr Zeit haben, darüber zu sprechen. Also im Ersten, es geht darum, was genau sind Finanzmärkte? Und wie Sie hier sehen, können Sie das lesen? Ja, ich kann es nämlich. Finanzgeschäfte, das ist eine Dienstleistung. Und diese Dienstleistung, die kann von einzelnen Personen nicht gemacht werden. Zum Beispiel, wenn wir über Landwirtschaft denken, über Nahrungsmittel, Sie können selbst einen Garten haben, Sie können hier in diesem Garten etwas produzieren für Ihre tägliche Nahrungsmitteleinnahme. Sie können auch in Ihre Kleidung selbst weben oder auch stricken. Aber mit den Finanz
eben mit diesen Finanzgeschäften, mit dem Geld ist es sehr schwierig. Sie brauchen einen Akteur, der intermediert, also der eben zwischen diesen einerseits von Leuten, die Geld haben, und anderen, mit denen die investieren, dann auch eben vermitteln. Und hier ganz wichtig ist, das Neue an diesen Finanzmärkten ist, oder wie ich geschrieben habe hier, der dynamische Moment der Finanzmärkte, ist ja auch etwas Neues, ist der Handel mit Wertpapieren und eben nicht mehr oder im Unterschied zur Ausgabe neuer Wertpapiere. Und Sie wissen ja, Christoph Scherrer hat ja sehr viel über die langweiligen Bankgeschäfte geschrieben und gearbeitet. Das sind eben die klassischen Kreditgeschäfte. Und die klassischen, das sind eben unsere Banken, die beziehen ihre Gewinne einerseits aus diesen Zinsdifferenten. Hier, wir sind eben die Spareinlagen, die von uns eben zur Bank getragen werden, und die Banken natürlich leihen dieses Geld wieder aus mit viel höheren Zinsen. Und das ist die Zinsdifferenz, die dann die Banken verdient haben. Das ist das alte traditionelle Geschäft, das ist eben, wie es genannt wird, langweilige Bankgeschäfte, Boring Banking. Im Unterschied eben sind Investmentbanken Vermittler von Finanzmitteln und verdienen Provisionen eben für Käufe, für Verkäufe von Aktien, Anleihen, aber natürlich auch ganz wichtig ist ein Geschäft, diese Beratungstätigkeiten. Und wir wissen ja, diese Beratungstätigkeiten sind ja sehr kritisch betrachtet worden nach der Finanzkrise, auch mit den Subprimes in den USA, dass den Leuten eben Kredite gegeben wurden, sind, die sie überhaupt nicht eben bedienen konnten. Also wichtig darauf, sind diese Finanzmärkte, sind Handelsmärkte oder Handelsplätze, auf denen Akteure Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen, Devisen, Derivate kaufen und verkaufen. Das ist eben, was wir unter Finanzmärkte verstehen. Und Finanzmärkte ist ein Oberbegriff. Das ist auch immer schwierig. Was sind eigentlich Finanzmärkte? Das sind einzelne Märkte. Das sind Märkte, Devisenmärkte, das sind Geldmärkte, das sind Zinsmärkte, das sind Future-Märkte, Junkbond-Märkte, Kapitalmärkte, Aktienmärkte, das sind unterschiedliche Märkte, die eben zu diesem Allgemeinen, was eben Finanzmärkte, unter diesen Finanzmärkten gefasst wird oder unter diesem Begriff der Finanzmärkte gefasst wird. So, das ist eine Darstellung der Finanzvermittlung, Quelle vom Internationalen Währungsfonds. Und wenn Sie hier sehen, rechts davon, das sind die Sparer, also die Leute, die Geld haben. Das sind nicht nur die einzelnen Haushalte, das können auch Versicherungen sein, das können auch Investoren sein, die wollen Vermögenswerte kaufen. Also hier mit rechts, ich kann das ja auch hier, glaube ich, mit dem roten. So, das ist hier, das sind die Haushalte oder auch eben Investoren. Dann auf der linken Seite sind eben die Unternehmen, die etwas zu verkaufen haben. Die haben etwas zu verkaufen wie Kredite, Anleihen, Aktien. Also rechts, das sind die hier. Das sind die Sparer, also hier, oder das sind die Haushalte, aber auch Investoren, die haben Geld. Und die auf dieser Seite, die haben etwas zu verkaufen. Und die haben etwas zu verkaufen, die haben Anleihen, Aktien, Kredite, mit dem eben die Sparer eben hier investieren können. So, und hier oben haben wir dann die normalen, die Banken. Diese Banken, die machen kurzfristige Sparanlagen, wie ich gesagt habe, was wir eben unter einem normalen Bankengeschäft haben. Aber ich werde mich heute viel mehr konzentrieren auf das hier unten, und das sind eben die Asset Managers, die Vermittlung von langfristigen Spareinlagen. Dazu gehören natürlich Anleihen, Aktien, Asset-Backed Securities, all diese unterschiedlichen Aspekte. Und hier Finanzmärkte sind alles, was sich hier zwischen diesen hier, das sind die Finanzmärkte, okay? Oder werden genannt, also das ist eine ganz eben was verkürzte Darstellung von Finanzmärkten, aber eben wie Internationale Währungsfonds hat diese Grafik hier publiziert, und eben, ich dachte mir, ich könnte sie Ihnen eben etwas mehr vermitteln, wie was Finanzmärkte sind. So,
Machtkampf. Also was versteht man unter einem Machtkampf zwischen alten Finanz- und Business-Eliten und neuen Technokraten? Und Sie haben ja gehört, das war ja auch mein Kollege Andreas Nölke war ja da und hat über die Finanzialisierung gesprochen. Das werde ich heute nicht machen. Aber dieser Machtkampf, was bedeutet Machtkampf? Wir haben eine traditionelle Argumentation und hier wird immer wieder auf Margaret Thatcher zurückgegriffen und es wird argumentiert, die Deregulierung der Finanzmärkte hatte mit den Interessen auch von Parteien, rechten Parteien zu tun gehabt, konservativen Parteien und insbesondere mit Wirtschaftsakteuren. Hier Margaret Thatcher war ja sehr wichtig, die hat ja den Big Bang 1985 in England und zwar ist da die Deregulierung mit diesem Big Bang, Deregulierung der City of London entstanden und das hat dann auch dazu geführt zu diesen Globalisierung der Finanzmärkte. Also die alte Argumentation ist sehr stark Businessinteresse, Finanzinteressen standen da hinten und insbesondere rechte Parteien auch oder konservative Parteien, vielleicht kann man das nicht ganz so nennen. Und was ich Ihnen zeigen möchte, ist, die neueren Studien zeigen etwas anders. Der Wechsel zu diesem finanzdominierten Kapitalismus hat viel mehr damit zu tun gehabt mit Mitte-Links-Parteien, insbesondere mit sozialdemokratischen Parteien und mit technokratischen, mit Technokraten. Und ich werde das dann auch erklären, warum. Es war der Grund, der Machtkampf zwischen diesen alten Machtstrukturen und der Banken und hier diese jüngeren Technokraten wie auch die Mitte-Links-Parteien waren interessiert daran, eben diese Öffnung der Märkte zu mehr Effizienz auch eben und es würde eben eine Win-Win-Strategie erzeugen. Das war deren Argument, aber diese alten Strukturen eben aufzubrechen. Willi Semmler hat auch eine wunderbare Arbeit dazu geschrieben in unserem Buch, was da gerade auch genannt wurde mit Bob Jessop und Christoph Scherrer. Und der hat einen Artikel darüber geschrieben, über diesen kulturellen Wandel von einer Stabilitätskultur. Diese alten Eliten waren sehr interessiert an Stabilität und was wir heute haben eben ist viel mehr diese Risikokultur. So, ich werde jetzt einige dieser Machtkämpfe oder Auseinandersetzungen zeigen mit USA. Es ist eben nicht, dass unter Reagan, Ronald Reagan, die Finanzmärkte dereguliert worden sind, sondern wie wir wissen, unter Bill Clinton und seinen Beratern Larry Summers und Robert Rubin. Unter deren, insbesondere mit Bill Clinton, das vergisst man oft, heute wird er sehr geschätzt, aber er hatte eben, es hat unter seiner Regieführung und seiner Regierung ist es zu dieser Deregulierung der Finanzmärkte gekommen. Und ein ganz wunderbares Buch von Gillian Dett, die für die Financial Times schreibt, Fool's Gold. Kennt dieses Buch jemand? Hat jemand das gelesen? Also ich würde Ihnen das für Weihnachten wirklich, ist ein ausgesprochen wunderbares Buch, unter dem Weihnachtsbaum Fool's Gold. Also es ist ganz, ganz wunderbar und ich würde mir hoffen, dass da mehr Studien zu diesem Thema kommen. Warum ich das so spannend finde, war, dass die prestigeträchtige Bank J.P. Morgan, ne, Morgan ist ja ein Name, das war ja bereits im 19. Jahrhundert, war das ein berühmter Finanzier und der oder die Bank als solches, die Älteren hier, haben diese jungen Quants, also diese jungen Leute, in die Bahamas geschickt. Und das beschreibt sie wunderbar, um am Schwimmbad, auch mit unheimlich viel Alkohol, das hat J.P. Morgan, die Firma auch bezahlt, und die sollten neue Finanzprodukte entwickeln. Und das waren eben nicht nur Männer, das ist auch Masters, jetzt habe ich ihren Vornamen vergessen, eine ganz, ganz berühmte Frau, die eine ausgesprochene, hervorragende, auch eben in der Entwicklung von diesen Algorithmen und Mathematik involviert war.
Aber als sie zurückkamen, hatten sie eben diese Collateral Debt Obligation, Asset-Backed Security ihren Älteren, dieser traditionellen Bankiers, vorgestellt. Und was sie hier vorgestellt hatten, war, dass man mit wenig Einsatz von Kapital unheimlich hohe Gewinne erzielen kann. Und zwar schreibt hier Gillian Tett, die haben vorgestellt, dass sie mit 9,7 Milliarden für Verbriefungen, also diese Securitization, man bräuchte nur 700 Millionen für Zahlungsausfälle bereitstellen. Okay? Also das wäre eigentlich ein minimaler Betrag für diese hohe Summe. Aber davon waren die Älteren in der Bank überhaupt nicht überzeugt und auch nicht die Regulierung, die US-amerikanischen Regulierungsbehörden. Dann haben sich diese jungen Leute noch einmal zusammengesetzt und haben darüber nachgedacht. Diese älteren Leute in JP Morgan haben gesagt, Bankiers, wir wollen weitere Sicherheiten. Und diese Sicherheit, die dann entwickelt worden ist, sind diese Credit Default Swaps, die wir in der Zwischenzeit ja vielleicht auch kennengelernt haben. Und zwar war das nichts anderes, das war eine Versicherung für Zahlungsausfälle. Also diese älteren Leute, Bankiers, haben gesagt, wir brauchen mehr Sicherheit. Also deshalb wurde dann in dieser Bank AIG, das ist ein ganz berühmter Versicherungskonzern, der wurde dann beauftragt, diese Credit Default Swaps für diese hochriskanten Geschäfte eben abzudecken. Wir wissen, was passiert ist, als Collateral Debt Obligation 2007 eben und auch die Asset-Backed or Mortgage-Backed Security dann eben nicht mehr was zurückbezahlen konnten oder das waren dann faule Kredite, musste die AEG, die auch das Geld nicht hatte, um diese Risiken abzudecken, musste die AEG vom US-amerikanischen Staat gerettet werden. Und das eben zeigt sie wunderbar im Buch, aber wichtig an dieser Geschichte ist der Machtkampf zwischen den alteingesessenen Eliten von JP Morgan und den jungen Quants. Und das ist auch interessant. Gillian Tett hat ein neues Buch geschrieben über Silos. Dass in diesen Investmentbanken, was sich da herauskristallisiert hat, ist nicht eine Bank, die eben kommunizieren, sondern es gibt Silos in den Banken. Und das war auch hier mit JP Morgan der Fall, dass hier noch immer die Älteren, die auf mehr Sicherheit und dann auf der anderen Seite eben waren diese jungen Quants, die gearbeitet haben. Aber erst als diese unheimlichen Rendite mit diesen neuen Innovationen erwirtschaften konnten, hat sich die Kultur innerhalb von JP Morgan verändert und ein neues, riskantes Geschäftsmodell konnte etabliert werden. Und das beschreibt sie eben, diesen Vorgang von diesen Alteingesessenen zu eben einer neuen Risikokultur, die dann entstanden ist. Aber auch Machtkampf, auch Italien, Andrea Lagner hat ein wunderbares Buch, Artikel gerade geschrieben. In Italien war es ähnlich. Es war auch ähnlich in Schweden, in Deutschland. Aber in Italien schreibt er darüber, dass auch in den 90er Jahren es waren die Mitte-Links-Politiker und die Finanz- und Wirtschaftseliten, die wollten einen Modernisierungskurs. Die waren nicht mehr interessiert an diesen, insbesondere hier geht es um die Anelli-Firma, das waren eben die alteingesessenen Traditionsfirmen, aber es gab eben diese neuen Finanz- und Wirtschaftseliten, die diese alten Machtstrukturen öffnen wollten. Aber er zeigt eben in seiner Studie, dass dann hier Fiat sehr gut war, um eben, die hatten eben, einen taktischen Tausch ist gemacht worden mit dem Aktienkapital und die konnten sich wieder ihre Vormachtstellung, die alten Eliten, eben wieder zurückerobern. Schweden, ich gehe jetzt nicht darauf ein, aber ich habe gerade in Paris, ich war nicht gerade in Paris, sondern vor 6 Monaten hatten wir eine Konferenz und hier wurde
wurde über Schweden gesprochen und die haben auch gezeigt, über Schweden, dass eben nicht die rechten Parteien, die konservativen Parteien, Deregulierung der Märkte, sondern es waren vielmehr die Sozialdemokraten, die das gemacht haben. In Deutschland, wir wissen auch, unter Kanzler Schröder, SPD, es hat die Deregulierung der Finanzen stattgefunden und hier auch ein wunderbares Buch von Pier Steinbrück, Finanzminister, unterm Strich, und wo er auch sagt, wir waren so beeindruckt von diesen Amerikanern, ne, diesen Quants, die haben da über 20% von Renditen reingeholt, dass wir gesagt haben, hier mit unseren Renditen an den Sparkassen mit 2-3%, eben wir haben dann gedacht, das ist die Antwort und haben unsere Märkte auch dereguliert. Nicht ganz so wie in den USA, aber eben auch mehr zu einer Regulierung. Das letzte Beispiel mit diesen Machtkämpfen ist das Buch von Jordan Belfort, The Wolf of Wall Street, und vielleicht viele von Ihnen haben ja auch den Film gesehen von Scorsese. Nun, das Problem mit diesem Film ist, also ich habe den Film gesehen, ich habe auch das Buch gelesen, das Problem mit dem Film ist, dass Scorsese einfach nur, es geht um Sex und um Drugs. Also, und es ist sicher auch im Buch, dass da sehr stark darüber unheimlich viel eben mit Partys und so weiter. Aber in diesem Buch, was Belfort wunderbar beschreibt, ist, wie er, Belfort, kam von Brooklyn, mit ein mathematischer Genius, mit $100 und ist zum Multimillionär geworden. Und wie er das gemacht hat. Und mich hat viel mehr interessiert, eben was in dem Buch beschrieben wird, was Scorsese überhaupt nicht macht. Wie kann man aus Penny Stocks, die nicht mehr als für 5 Cent verkauft werden, Millionen daraus machen. Das ist in diesem Buch. Aber diese Firma von Jordan Belfort war in New Jersey. Und hier in New Jersey war auch, er gehörte zur neuen Elite, unheimlich reich, reicher als die alten Eliten, aber die alten Eliten, da war überhaupt keine Verbindung oder er wurde nicht akzeptiert, Verbindung in dem Sinne, keine Akzeptanz von den älteren Eliten, die dort wohnten. Und wir wissen ja in der Zwischenzeit, dass Jordan Belfort dann eben verhaftet worden ist. So. Jetzt sind, was sind Hedgefonds? Jetzt möchte ich aber auf die Hedgefonds eingehen. So, Hedgefonds sind eben Teil von diesen Investments oder Teil von, eigentlich, wenn ich dann, ich werde mit den Schattensparen über Schattenbanken sprechen, es wird Hedgefonds, sind Teil der Schattenbankensystem, obwohl sie in der Zwischenzeit unter Dodd-Frankling und auch in der EU reguliert worden sind. Aber ich zeige Ihnen dann auch, was in der letzten Monat auch damit eben die, wie die Regulierung unterminiert worden ist. Also, die haben mit der Regulierung, die gibt es seit 1949 ungefähr, und die haben mit der Deregulierung stark zugenommen. Und Sie können sich vielleicht auch erinnern, Franz Müntefering über die Heuschrecken. Das ist wunderbar, das ist ein Begriff, der in der Zwischenzeit in der Financial Times, jeder weiß, was Heuschrecken sind, weil eben alle Financial Times hier, ne, der deutsche Müntefering kommt rein, Heuschrecke. Also, aber die Europäische Kommission und viele von uns waren überrascht darüber, eben die Hedgefonds waren nicht Auslöser der Finanzkrise. Das war sehr stark ein Diskurs in Deutschland, man müsste sofort die Hedgefonds kontrollieren oder regulieren, das stimmt auch, die müssen reguliert werden, aber die waren eben nicht der Auslöser der Krise. Also, was sind diese Hedgefonds? Die Hedgefonds sind eben Fonds mit unheimlich großer Hebelwirkung, also High Leveraged auf Englisch, Leveraged Institutional Investment. Dazu gehören Investmentfonds, dazu gehören die Versicherungen, auch Universitätsstiftungen mit hohem Investitionsvolumen, insbesondere zum Beispiel in den USA, TIAA-CREF,
Das ist etwas, das wir als, ich war Professorin in den USA, und ein Teil unserer Rente oder Pension, wir mussten einbezahlen, in, nicht in diese Stiftungen, sondern in einen Pensionfonds. Okay, also das war auch, das wurde uns vorgegeben, das ist eben in Deutschland nicht, wo man ja viel mehr diese noch einerseits die öffentliche Pension hat. So, also Universität, Stiftungen hier sagt es, aber ich würde auch sagen, es würde auch Pensionfonds gehören auch dazu. So, die Funktion der Hedgefonds ist bis heute in der Literatur, wird sehr unterschiedlich diskutiert. Einerseits werden sie porträtiert als Korrektur zur Markteffizienz durch Arbitrage-Möglichkeiten. Also hier wird gesagt, es ist ganz wichtig eben, dass sie die Ineffizienz der Märkte können eben durch deren Hebelwirkung eben können die Märkte wieder stabilisieren. Das ist die eine Seite, also die positive Seite. Andererseits, es ist aber auch eine störende oder sogar sehr störender Akteur, die Märkte daran hindern, ihre Allokation auszuführen. Also das hier, und da ist überhaupt eben in der Literatur, wird weiterhin sehr stark diese zwei Positionen von Ökonomen vertreten. Bis 1980 hat es angeblich, ich schreibe hier angeblich, nur einen Fonds gegeben, aber bei 2014 waren bereits 11.000 Fonds mit 2,6 Billionen Milliarden, also im deutschen Kapital, und 10% der Industrie kontrolliert 90% des Kapitals. Okay? Also, und insbesondere, was ich zeigen werde, 80% der Hedgefonds sind auch in England, in der City of London. Hedgefonds war in Deutschland bis 2004, waren die verboten. Und in Deutschland 2013 hat man bisher nur 38 Hedgefonds zugelassen. Zugelassen, die werden von der BaFin zugelassen und sind viel strengere Kontrollen als eben in England oder auch in den USA vorhanden. So, Funktion und Dysfunktion der Hedgefonds. Also wie ich bereits sagte, dass mit diesen Hedgefonds, man kann Geld verdienen, wenn man eben in Boomphasen, wenn die Ökonomie, ne, da macht man ja normalerweise Gewinn, aber man kann genauso gut, wenn eben eine fallende Zinsen oder Währungen oder die Märkte eben zurückgehen, Rezessionen, kann man genauso Geld verdienen. Das ist eben das Interessante oder Wichtige an diesen Hedgefonds. Und man geht zurück auf einen Winslow Jones, der 1949 diese Hedgefonds, wie sie heute verwendet werden, eben bereits lange bevor der Finanzkrise entwickelt hat. Und was der gemacht hat, diesen Leverage-Effekt. Und er hat einfach Fremdkapital aufgenommen. Er hat das Kapital nicht selbst gehabt. Er hat Kapital aufgenommen von Investmentbanken und hat dann für den Kauf von Währungen dieses Fremdkapital eingesetzt. Er verkaufte die geliehenen Aktien, und das wird ja unter diesem Short-Selling oder Leerverkauf, also das sind nicht seine Aktien, die eben, das sind geliehene Aktien, die er gehabt hat. Er spekulierte darauf, dass diese vor Ende der Leihfrist, also bevor er sie zurückgeben muss, billiger zurückkaufen zu können. Das ist diese Arbitrage eben in diesem Hedgefonds. Und das hat angeblich Winslow Jones, er hat insbesondere mit Zins und Währungen spekuliert. So, ein ganz wichtiger Hedgefonds ist George Soros, und vielleicht viele von Ihnen sind ja viel zu jung, sicher, aber einige, vielleicht können Sie sich daran erinnern, 1992, Soros hat dann den Beinamen bekommen, The Man Who Broke the Bank of England. Also, was hat George Soros gemacht? Der hat gegen das britische Pfund als überbewertet gewettet. Also er hat gesagt, der Pfund soll einfach eben, und insbesondere das Interessante war, dass dieser britische Pfund, der war ja als Teil in dieser 1979 gegründeten European Währungssystem, europäische Währungssystem, war eben dieser Pfund involviert. Und hier Soros sagte, ja, wunderbar, aber dieser Pfund ist eben unterüberbewertet. Was hat er daraufhin gemacht?
Er hat wiederum Geld geliehen, 15 Milliarden Euro, Dollar zu dieser Zeit und auch mit anderen Investoren. Er war nicht der Einzige, aber er war der Hauptinvestmentbanker. Und er hat versucht, die britische Notenbank, Bank of England, hat versucht, dagegen zu steuern. Wie kann man dagegen zu steuern, um diese Währung nicht absinken zu lassen, sondern dass sie stabil bleibt, sind die mit den Zinsraten hinaufgegangen. Die haben zuerst eine Zinsrate von 10% gehabt, dann sind sie auf 12% gegangen, 13, 14. Aber wie es dann auf 15% gekommen ist, hat am 16. September 1992 hat der Schatzkanzler in England gesagt, also wir können dieses, wir müssen das Währungssystem verlassen. Also England, das britische Pfund, musste richtig aus dem Währungssystem ausscheiden. Britische Pfund natürlich gegenüber dem Dollar ist dann für D-Mark 15% abgesackt und auch 25% gegenüber dem US-Dollar. Was ist passiert? Soros allein verdiente an dieser Aktion 1 Milliarde, aber er bekam den Beinamen The Man Who Broke the Bank of England. Okay? Also dadurch ist auch dieses europäische Währungssystem eigentlich zugrunde gegangen. Das ist auch, wie man eben Hedgefonds einsetzen kann mit diesen Wetten und eben sich das Geld zu leihen. Das ist nicht Geld gewesen, er hatte nicht 15 Milliarden Euro, sondern musste sich das Geld leihen. So, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist ja auch eine wunderbare, die werden Sie davon werden Sie auch gehört haben, das ist diese Long-Term Capital Management Hedgefonds. Und zwar, das war ein Riesendesaster 1998. Und hier, das Interessante daran ist, dass Myron Scholes und Robert Merton haben den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen. Okay? Und die haben diesen Fonds gegründet und auch gemanagt. Und hier wiederum, wenn Sie sich jetzt diese Zahlen ansehen, hier, das sind 5 Milliarden, wo ist das irgendwo, hier? Okay, hier, das sind 5 Milliarden, hier oben bin ich, wenn Sie sich das jetzt ansehen und auch hier rüber. 5 Milliarden Eigenkapital ist eingesetzt worden, um 120 Milliarden Kredite aufzunehmen. Aber das war nicht alles. Damit wurden Derivate mit einem Nennwert von etwa 1.300 Milliarden erworben. Also sehen Sie sich dieses Verhältnis an. Mit 5 Milliarden Eigenkapital ist dann eben mit Derivaten 1.300 Milliarden erworben worden. Und das Modell beruhte auf der Annahme, dass man die Marktineffizienz eben ausbeuten kann. Wie ich bereits sagte, dass man auch eben in Boomphasen gewinnen kann, aber auch eben die Ineffizienz auf den Märkten eben benutzen kann, um große Profite zu machen. Und diese Nobelpreisträger, da kann ich mich noch unheimlich gut erinnern, die waren die gefeierten Meister. Die haben in den letzten Jahren mit anderen Geschäften 40% plus pro Jahr für ihre Anleger erwirtschaftet. 40%. Wenn wir wissen, heute mit der Postbank kriegen wir gerade mal 1%. Ne? Also wäre das 40%. Natürlich, Scholes, die waren wirklich, die ganze Welt lag diesen Leuten zu Füße. Scholes und Merton, die fuhren große Autos, die wurden immer größer. Merton hat sein Haar sogar rot gefärbt. Er hat seine Frau verlassen, neue Wohnungen gekauft. Die ganze Welt eben lag diesen Leuten zu Füßen. Also, und das Problem lag an diesem Computermodell, das ja von diesem Nobelpreis, wenn dann eben konfiguriert wurde. Und es war eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass hier die Volatilität nur so um 1% eben würde eben schwanken. Aber die Spreads, die sprangen sehr stark und die aktuellen Kurse widersprachen den Wahrscheinlichkeitswerten. Okay? Die Kurse eben waren unheimlich, eben schwankten Volatilität. Und daraufhin ist natürlich dieser Fonds und hat sich sehr stark verschuldet und die konnten kein Geld mehr bekommen. Und dass diese Verschuldung und dass sie kein Geld mehr bekommen hat, hat auch damit zu tun, das hat mit wenig Rationalität zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass eben die Furcht
die Märkte beherrschte und nicht mehr die Rationalität. Jeder wollte gleichzeitig aus dem Markt. Jeder hat die Aktienderivate auf die Märkte geworfen und nur raus aus diesen Märkten, und dadurch war eben kein Geld mehr vorhanden. Also diese Schieflage hatte dann, und das war richtig, kam es dazu, dass hier fast ein, oder nicht nur das LTCM, dieser Hedgefonds, hat ein Systemrisiko bedeutet, und zum ersten Mal in der Geschichte hat der Präsident der New Yorker Fed die größte USA-Banken und 7 ausländische Banken zusammengerufen, um diesen Fonds zu retten, um diesen Zusammenbruch eben zu vermeiden. LTCM wurde dann durch staatliche und private Interventionen gerettet, aber da waren unheimliche Verluste. Okay? Also das hier sieht man diese unheimliche Hebelwirkungen von diesem Hedgefonds, und hier mit LTCM hat das richtig zu einem Desaster geführt. Mit dem Soros, ja, da kann man anderer Meinung sein, er hat natürlich davon gewonnen, und dafür sind ja eigentlich diese Hedgefonds gedacht, aber eben um nicht unbedingt jetzt ein Pfund, eine Währung eben aus einem Währungssystem zu vertreiben. So, jetzt die Regulierung dieser Hedgefonds. Und hier gibt es unterschiedliche Interessen von UK, Frankreich und Deutschland. Deutschland ist für eine strikte Regulierung der Hedgefonds. Das ist natürlich nach den Finanzkrisen. Und hier möchte ich zeigen, dass eben Frankreich und Deutschland wollten eine viel stärkere Regulierung. England wollte das nicht. In der EU, die erste Zeile, heißt diese neue Richtlinie Alternative Investment Fund Managers. Und die ist verabschiedet worden, nicht 2011, 2010. Und die Regierungen haben 2 Jahre Zeit, eben um diese Richtlinie in nationale Gesetze zu übersetzen. Was war der ideologische Kampf zwischen einerseits Deutschland und Frankreich und andererseits England? England hatte eben diese leichte Regulierung gehabt. Und England natürlich war unheimlich interessiert daran, dass die weiterhin leichter reguliert werden, weil, wie ich bereits sagte, 80% der Hedgefonds sind in London angesiedelt. Aber die sind nicht in der City angesiedelt, sondern die meisten von diesen Hedgefonds sind in Offshore-Center registriert und präferierten natürlich eine Regulierung durch London und nicht durch die EU. Also England hat ein unheimliches Interesse daran gehabt, ihre Regulierung durchzusetzen. Was war interessanterweise, hat Frankreich viel mehr Hedgefonds als Deutschland, und die hatten Angst vor einer Konkurrenz der englischen Hedgefonds. Und insbesondere es wurde darüber gesprochen, dass Teil dieser Regulierung, es würden Passports vergeben werden. Passport ist nichts anderes, dass man hat einen Reisepass, und wenn man in einem Land anerkannt wird, dass man eben mit den Hedgefonds eben arbeiten könnte, werden die in allen anderen Ländern der Europäischen Union, auch in den Mitgliedstaaten, anerkannt. Somit hat Frankreich befürchtet, die Konkurrenz der großen unregulierten Hedgefonds aus diesen Offshore-Centers, dass die dann mit den französischen Hedgefonds konkurrieren würden. Deutschland eben strikte Regulierung der Hedgefonds, aber waren auf der Seite vielmehr von Frankreich. Das Resultat ist ein Kompromiss. England musste, oder UK, musste EU-Regulierung akzeptieren, strikter als sie das wollten, aber eben Deutschland war sehr stark, sie wollten eine viel strengere Regulierung. Frankreich konnte die Offshore-Hedgefonds nicht verbannen, also sie mussten das akzeptieren. Sie mussten auch den Passport akzeptieren, aber die englischen Hedgefonds, die aus diesen Offshore-Center kommen, müssen der EU-Regulierung unterworfen werden. Das war mehr oder minder der Gedanke dahinter oder der Kompromiss. Grundgedanke ist, dass nicht das Produkt gemanagt oder reguliert wird, sondern eine Manager-Regulierung, Risiko
Regulierung, aber eben nicht eine, die Produkte. So, und das Neue, und das finde ich das unheimliche Spannende, deshalb auch in Rot, was ist da passiert? Die Hedgefonds haben eine Lücke entdeckt. Und das ist nämlich nicht nur George Soros, Cohen, das gibt ja unheimlich viele Hedgefonds. Und die haben gesagt, wir akzeptieren nicht was in der Europäischen Union, diese Regulierung. Wir akzeptieren auch nicht die Regulierung, auf die ich nicht eingehe, von Dodd-Frank in den USA, sondern sie haben gesagt, sie würden das Geld, die Hedgefonds, die sie von außen, von anderen Investoren verwalten, geben sie zurück und sie gründen Familien-Hedgefonds. Was bedeutet das? Familien-Hedgefonds sind nämlich von den neuen Regeln der EU und USA unter Dodd-Frank-Reformen ausgenommen. Also diese Fonds werden von Familienmanagers gemanagt. Der Grund, da sagen die auch ganz ehrlich, Hedgefonds finden die Regeln der reduzierten Leverage und der Reporterstattung zu restriktiv und aufwendig. Die sagen, das würde deren Geschäft mit diesen Hebelwirkungen gänzlich unterminieren, wenn sie diesen neuen eben Geschäfts- oder diesen Regulierungsmaßnahmen die anwenden müssten. Also das ist jetzt das Neue, das habe ich jetzt erst in der Financial Times, ist das erst vor etlichen Monaten verkündet worden. Und jetzt muss man sehen, wie jetzt darauf reguliert wird. Aber eben, wie gesagt, und George Soros und viele von den anderen haben als Familien, was auch immer Familie bedeutet, genug Geld, um die Hedgefonds selbst auch Geld damit zu verdienen. So, jetzt komme ich zu den Hedgefonds, sind Teil der Interessenkonflikte. Was sind hier jetzt Schattenbanken? Oder die gehören eben zu diesen Schattenbanken. Schattenbanken, das ist so ein undefinierter Begriff hier. Ich habe von Bernanke, der hat diese ehemalige FED-Präsident oder Chair, der hat das definiert oder hat Schattenbanken definiert, als umfasst diverse Institutionen und Märkte, die kollektiv traditionelle Bankenfunktionen ausführen. Also sie sind bankenähnlich, aber sie sind außerhalb der Banken oder auch nur schwach gekoppelt an Banken. Das ist in der Zwischenzeit, hat man herausgefunden, die sind eigentlich viel mehr gekoppelt an die normalen Banken. Zu den Schattenbanken gehören Zweckgesellschaften, Hedgefonds, Geldmarktfonds, Investmentbanken, Repurchase Agreement, diese Repo-Market, Immobilienfirmen wie die REITs, die auch in Deutschland, in Berlin sehr aktiv sind. Und das sind eben zu diesen Schattenbanken gehören unterschiedliche bankähnliche Institutionen. Aber das Problem ist, und das sehen auch die Regulators, die Ausweitung der Schattenbanken, je mehr Banken und Finanzgesellschaften durch Basel III oder durch Hedgefonds, durch die Regulierung reguliert werden, je mehr risikoreiche Geschäfte gehen in das Schattenbankensystem. Also man hat wirklich eine Korrelation, nicht unbedingt Kausalität, aber eine Korrelation. Es geht mehr Regulierung und die gehen dann in das mehr oder minder unregulierte System. Die Schätzungen von 11 der größten globalen Schattenbanken 2007 waren es 50 Billionen und davon USA sind 25 Billionen, also 50% der Schattenbanken eben sind Teil der US-amerikanischen Finanzmärkte. Aber die haben unheimlich nach 2012, nach Schätzungen waren die 67 Billionen. Heute habe ich eine Zahl gelesen, 73 Billionen 2012. Also das scheint auch eine Variation zu sein. Aber für 2013 wurde bereits ein Anstieg auf 100 Billionen eben in diesem Schattenbankensystem. Und das ist so unheimlich schwierig auch zu messen, was dazugehört, was nicht dazugehört. Deshalb sind diese Zahlen auch etwas eben unsicher. Ist das das gesamte Schattenbankensystem? Ja, genau. Bei oben steht ja der 11 größten globalen. Nee, genau, die Schätzungen der elf größten. Sorry, nicht der. Da haben Sie jetzt recht. Nach Schätzungen waren dies. Schätzungen von den größten 50 Billionen, nee, das muss von den 11 größten sein. Okay.
Genau, das bezieht sich, weil ich habe die Zahlen aus demselben Artikel herausgenommen. Ja, ja. So, die G20, die EU sowie die USA versuchen Schattenbanken natürlich zu integrieren in das Bankensystem, um eben es zu kontrollieren. Aber, wie eben gesagt, die Banken lagern ihre risikoreichen Geschäfte in Zweckgesellschaften, um eben diese Bankenregulierung zu umgehen. So, der Financial Stability Board und auch in Berlin hatten wir gerade ein Panel oder eine Diskussion darüber, wie Schattenbanken reguliert werden können. Und da waren auch US-Amerikaner vom SEC, Security and Exchange Commission, und die haben selbst zugegeben, es ist so unheimlich schwierig, eben zu fassen, was sind Banken. Und der Grund dafür ist, dass die Grenzen, ich nehme hier das zweite, die Grenzen zwischen Schatten und normalen Banken ist unheimlich schwierig zu ziehen. Und hier hat Ben Bernanke sagt eben, das ist eine schwache Kopplung. In der Zwischenzeit weiß man, insbesondere in Europa, sind die Schattenbanken außerhalb des Bankensystems, aber sie sind auch Teil des Bankensystems. Okay? Somit ist das unheimlich schwierig, eben wie man die reguliert. Und eben, wie gesagt, die Regulierungsbehörden sind sich bewusst, dass die Auflagen, strengeren Auflagenregulierung führt nur dazu oder führt dazu, dass das in die Schattenbankensystem geht. Eine Kollegin von mir, Daniela Gabor, hat auch einen Artikel darüber geschrieben, dass wir in Europa überhaupt nicht wissen, wie die funktionieren in unserem europäischen Finanzsystem. Und zwar aus dem Grund, weil die meisten Studien kommen aus den USA. Und wir wissen wenig über das Schattenbankensystem in Europa, wie das überhaupt funktioniert, weil Finanzmärkte sind ja anders eben in den USA, auch mit Regulierung und deren Märkte. Okay, also das sind drei Probleme, da sind sicher noch andere Probleme, die es gibt. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay, dann bin ich ja sowieso beim letzten Teil. Da habe ich jetzt noch, hat das derzeitige Finanzsystem einen sozialen Nutzen? Also wie ich bereits sagte am Anfang, wir brauchen ein Finanzsystem. Es ist nicht so, dass ich jetzt dieses Finanzsystem nur negativ, wir brauchen das. Es sind auch die Arbeiten von Joseph Schumpeter, Gerschenkorn, die haben Finanzen ganz wichtig, eben die Ökonomen, ganz wichtig für Innovation und ökonomische Entwicklung. Man braucht eben die Finanzmärkte, um eben auch auf der Realwirtschaft, eben die Realwirtschaft voranzutreiben. Von 42 bis 73 eben arbeiten wiederum von Herr Christoph Scherer, diese langweiligen Banken, die waren stark kontrolliert, reguliert und die hatten auch eine öffentliche Orientierung für das Gemeinwohl. Gründung von öffentlichen Banken, es hat auch keine Bankkrisen gegeben, wenn Sie sich das ansehen, von 42 bis 73 hat es keine Bankkrisen gegeben. Aber ab 1980, von Boring Banking zu Roaring Banking und auch die Profitrate, es ist die Profitrate von US-Finanzen, die war eben von US-Finanzen in den 60er Jahren so ungefähr 15%, ist dann 2007 gerade zur Zeit der Finanzkrise auf 40% Profitrate angestiegen. Welche Indikatoren definieren einen sozialen Nutzen? Und hier, Jerry Epstein hat gerade einen Vortrag gehalten darüber und ich habe einige Aspekte aus seinem Vortrag genommen. Erstens einmal hat das Finanzkapital genügend Kapital für non-finanzielle Sektoren, das heißt für die reale Wirtschaft. Ne? Also sind die Banken da, Investmentbanken, um unsere Realwirtschaft, um unsere Firmen auch mit Geld zu versorgen. Nein, er sagt nein, Firmen wurden in fact zu Netto-Kredit vergeben. Also nicht einmal, dass sie jetzt das Geld bekommen haben von diesen aus dem Finanzwesen, sondern Firmen wurden zu Netto-Kreditvergeber. Die Kreditvergabe zwischen Intrafinanzsektoren schmälert die realen Investitionen. Und hier, er ist dann weitergegangen, er hat gesagt, das ist auch ein Grund, warum wir so ein schwaches Wirtschaftswachstum haben. Und natürlich, da können wir darüber sprechen, was bedeutet überhaupt Wirtschaftswachstum. Aber er hat das sehr stark eben verbunden mit diesem, eben, dass das Finanzsystem überhaupt nicht genügend Mittel für die realen Investitionen zur Verfügung stellt.
hat das Finanzsystem für stabile und flexible Liquidität gesorgt. Wiederum, er sagt nein, die Finanzmärkte agieren prozyklisch oder die Akteure auf den Finanzmärkten agieren prozyklisch und die verschärfen den Boom und auch den Fall. Das hat man auch 2007 gesehen mit der Finanzkrise. Drittens garantiert das Finanzsystem einen Mechanismus für Altersvorsorge? Kaum. Es sind zu viele Volatilitäten. Das sieht man ja jetzt. Auch wenn ich jetzt mir ansehe, meinen Pensionsfonds in den USA, das sind jetzt unwahrscheinliche Volatilitäten. Und wenn man dann eben zu einem gewissen Punkt diese Pension eben mit 70 muss TIA-Kräfte, muss man eben das Geld abziehen und wenn man dann 70 ist und eben die Finanzmärkte oder auch die Anlagemärkte, Anleihenmärkte eben in den Keller gefallen ist, dann hat man eben Pech gehabt mit seiner Pension. Reduzieren die Finanzprodukte die Risiken auf den Finanzmärkten? Auch wiederum nein, Risiken werden größer und nicht kleiner. Garantiert das Finanzsystem einen effizienten Zahlungsmechanismus? Und das wissen wir, da wären jetzt natürlich die Zentralbanken reingekommen. Nein, es ist der Staat, der die Zahlungsgarantie überhaupt bereitstellt mit den Zentralbanken. Sind Finanzinnovationen nützlich, sinnvoll? 40% der Finanzinnovationen werden für Steuerhinterziehung und Umgehung von Gesetzen verwendet. Wiederum Epstein und Grotti. Wenn man sich auch ansieht, die relativen Löhne in Roaring Banking verglichen mit relativen Löhnen in der realen Wirtschaft. Und das ist eine Arbeit bei Sarah Anderson. Und die hat gezeigt, dass 1 Million Beschäftigte erhalten $14 Milliarden jährlich für Vollzeit-Mindestlohnarbeit. Also es geht um 1 Million Beschäftigte, die erhalten 14 Milliarden. Wenn man aber die Investmentbanker ansieht, was sie gemacht hat, dann sind 187.800 Beschäftigte verdienen 28,5 Milliarden. Wiederum das Verhältnis, was die einen verdienen und eben die anderen eben Beschäftigte versus das Finanzsystem. Die Vergütung der Vorstände von Investmentbanken nach der Krise, da habe ich einen unheimlich interessanten Artikel jetzt rausgefunden, das hat die Financial Times gezeigt, wie stark die Gehälter wieder in die Höhe gegangen sind von diesen, warten Sie mal, ich glaube, ich habe das irgendwie, Diamond Regains Bank, das ist JP Morgan, und zwar verdient der, hat er gerade jetzt, das ist rausgekommen, 3. Juli 2015 und er verdient 22,6 Millionen, ist sein Package. Das ist vom Vorjahr ein Zuschlag oder eine Erhöhung von 134%. Und hier werden angezeigt, diese anderen Banken, warten Sie mal, Jürgen Fitschen in Deutschland, der ist ungefähr bei 9 Milliarden. Aber das ist der höchste eben, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo und so weiter. Unsere Deutschen liegen da etwas darunter. Okay, aber somit haben die Vergütung der Vorstände in diesen Investmentfirmen weiterhin wahnsinnige Gehälter. So, letzte hier, ein Gründer der Vanguard-Gruppe, John Bogle, 1. August 2015, der sagt, der ist Teil dieser Finanzindustrie, der sagte, der Finanzsektor ist dazu da, um Unternehmen zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Wir tun das jährlich in einer Höhe von etwa 250 Milliarden. Okay? 250 Milliarden mit Hilfe von Börseneinführungen, Zweitemissionen. Und was machen wir sonst? Wir halten Investoren dazu an, Handel in einer Höhe von rund 32 Billionen zu betreiben. Nach meiner Rechnung ergibt sich daraus, dass rund 99% von dem, was wir in der Finanzindustrie tun, einzig allein aus dem Handel, daraufhin habe ich ja hingedeutet, aus dem Handel zwischen Händlern untereinander besteht, wovon nur der Mittelsmann profitiert. Es handelt sich um eine Verschwendung von Ressourcen.
Okay, also hier eine sehr negative, dass dieser Handel, was ich eben am Anfang geschrieben habe, das ist ja heute das Hauptgeschäft dieser Finanzbranche. Okay, ganz herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Also ganz kurz hier, das ist Schattenbanken, Unterschied zwischen Schattenbanken und Bad Banks. Das ist ja etwas, zum Beispiel Bad Banks, das haben wir ja gesehen mit der Hypo Real Estate. Also die Hypo Real Estate in Deutschland hat ja unheimliche Probleme gehabt, und zwar aus dem Grunde, die hatte viele eben auf ihren Assets, also die hatte auf ihren Balance Sheets Summen, die überhaupt nicht mehr gedeckt worden sind. Das sind faule Kredite. Okay? Und da ist jetzt durch, wenn Sie jetzt so viele faule Kredite in einer Bank haben, ist das natürlich für das Geschäftsmodell sehr negativ. Deshalb war dann die Vereinbarung, diese faulen Kredite rauszunehmen und in eine Bad Bank zu nehmen. Okay? Und man hofft dann, dass wenn eben auch dadurch mit der Hypo Real Estate, wenn die Aktien wieder deren Aktien, dass die wieder verkauft werden können. Nicht eben mit demselben Gewinn oder so, aber dass sie eben nicht nur Verluste einbringen. Okay? Und das Schattenbankensystem sind bankenähnliche Funktionen wie Zweckgesellschaften, wie eben Versicherungen, wie eben Hedgefonds. Aber die Bad Banks haben damit zu tun, dass das Bad, schlechte Banken, die haben einfach Kredite, die eben nicht mehr was bedient werden können. Okay? So, zyklisch als Entwickler, ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie damit meinen. Meinen Sie, dass damit eben als positive Aspekte als Entwicklungsstrategie entwickelt werden können? Ich würde sagen, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt mit den Zentralbanken, wir haben ja dieses quantitative Easing, da könnte man ja durchaus etwas Positives machen daraus. Also quantitative Easing heißt im Moment, dass die Zentralbank versucht, eben Geld, Liquidität in den Markt zu bringen. Die Banken untereinander haben noch immer wenig Vertrauen. Deshalb eben auch sehr reduziert deren eben Vergabe von Krediten an Firmen. So, Draghi versucht, diese Gelder mit ganz niedrigen Zinsen in die Wirtschaft an die Banken zu geben, damit die Banken eben das Geld weiterleiten. Wer profitiert davon? Wir sehen, dass seit März 2015 und bis jetzt werden ja 60 Milliarden eben monatlich von Geldern in die Wirtschaft europäische reingepumpt von der Zentralbank. Wir haben kaum Effekte für Wirtschaftswachstum, sondern das Einzige, was passiert, die Aktien gehen in die Höhe. Okay, weil billiges Geld ist da, also was soll man machen? Man möchte eben verdienen. Also wird dieses billige Geld genommen und die Aktienmärkte gehen unheimlich in die Höhe, wie wir das im Moment auch in Deutschland sehen. So, also was könnte man jetzt machen? Man könnte machen, ich würde, Quantitative Easing ist wichtig, aber ich würde sagen, wir haben ja in Europa eine Bank, wie heißt die noch einmal, dass die Europäische Zentralbank diese, einen Moment, ich habe da gerade vier, dass sie Aktien kauft von der European Development Bank. Und dadurch würde das Geld, also würde das nicht nur die Aktienmärkte beflügeln, sondern das Geld würde positiv verwendet werden, um eben diese Europäische Investmentbank, heißt sie, dass man hier die Aktien eben, die Bank, die kauft und dadurch eben Wirtschaft eben anzukurbeln. So, das wäre targeted, direkt eben bezogen auf das Wirtschaftswachstum und nicht einfach das Geld zu eben an die Reichen oder die Reichen werden dadurch immer eben reicher durch dieses Geld. Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesung an der Uni Kassel.